Kollege Kiesewetter poltert mit seinen Worten durch die Welt. Wir sollen bereit sein, Zitat, mit unserem Leben die Sicherheit Israels zu verteidigen. Verstehen Sie bitte, wir wollen Frieden, wir wollen unsere Kinder nicht in Kriegseinsätze schicken und ja, wir wollen auch Solidarität. Aber Ihre Worte sind unverantwortlich und mit unseren Werten nicht vereinbar. Meine Damen und Herren, diese verbale Kriegstreiberei, die selbst in der CDU für Verstimmung sorgte, kannten wir im Ukraine-Krieg bislang nur von den Freien Demokraten, von Frau Strack-Zimmermann. Meiner Fraktion und mir geht es gerade im Fall Israel und Palästina darum, dass Frieden in dieser seit Jahrzehnten durch Konflikte zermürbten Region wieder hergestellt wird. Der Krieg im Pulverfass Nahe Osten darf sich nicht zu einem Flächenbrand ausweiten. Dazu gehört es auch, der Kriegshetze zu widerstehen, auch wenn es schwerfällt, der Diplomatie eine Stimme zu geben. Israel darf sich selbstverständlich gegen Angriffe verteidigen. Das Recht auf Selbstverteidigung ist vom Völkerrecht vorgesehen und steht im Einklang mit der UN-Charta. Israel muss dabei aber auf Verhältnismäßigkeit achten. Humanitäre Katastrophen dürfen nicht entstehen. Was passiert, wenn das Pulverfass Nahe Osten in Brand gerät? Was passiert, wenn Libanon oder Iran in diesen Krieg verwickelt werden? Da sind ganz schnell die USA und die BRICS-Staaten dabei. Diese Situation kann und möchte sich niemand nur in den Ansätzen vorstellen. Ich bitte jeden in diesem Parlament, sich diese Frage zuerst zu beantworten und sprachlich abzurüsten. Stellen Sie endlich einmal die deutschen Interessen in den Vordergrund. Eine weitere und neue Migrationswelle nach Europa und Deutschland ist nicht in unserem Interesse. Das müssen Sie in jedem Fall verhindern, Herr Scholz. Und darum bitte ich Sie, in Brüssel beim Europäischen Rat auch einzuwirken. Das Ziel der Diplomatie muss sein, eine tragfähige Lösung für dauerhaften Frieden im Nahen Osten zu finden. Das ist auch im deutschen Interesse. Das einzige Mittel, mit dem Deutschland und der Deutsche Bundestag hier wirken kann, ist der Aufruf zu Frieden. Die Bundesregierung sollte nicht mitverantwortlich für den Krieg im Nahen Osten gemacht werden können. Wir brauchen eine interessengeleitete Politik. Wir brauchen freien und friedlichen Handel mit Öl und Gas. Wir brauchen Handelswege und sichere Korridore statt Krieg und Feindschaft. Vielen Dank.